Guten Morgen, guten Tag, Herr Schwarz, hallo. Sie sind hier wegen dem Test, nehme ich an. Bin ich, genau. Guten Tag, hallo. Ja gut, dann kommen Sie ruhig mal rein, setzen Sie sich ins Behandlungszimmer. So, Herr Schwarz, wir werden heute einen kleinen IQ-Test mit Ihnen machen, einen Intelligenztest, einen sogenannten, den sogenannten Idiotentest, um festzustellen, ob da eventuell geistige Einschränkungen bei Ihnen vorliegen. Dieser Test ist von dem Wissenschaftler Julian's Questions entwickelt worden. Am 20.03.2017 wurde bis jetzt schon 75.000 Mal gespielt und hat sehr gute Bewertungen bekommen und ist ein renommierter Test auf der psychologischen Ebene, Herr Schwarz. Herr Schwarz, beginnen wir gerne mit der ersten Frage. Die Eltern von Johannes haben 3 Kinder. Nee, wieso jetzt solche Fragen? Wir haben auch im Vorhinein hören Sie bitte, Herr Schwarz, bitte, okay? Tick, Trick und A. Johannes, B. Truck, C. Truck. Johannes. Lock das mal ganz kurz ein. Gut, machen wir weiter. Herr Schwarz, wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Wo soll ich das wissen? Herr Schwarz, bitte, das zählt zur Allgemeinbildung. Darf ich kurz nebenbei googeln? Nein, Herr Schwarz, bitte. Wir müssen das hier anständig ausfüllen. Ja, es geht hier um ein realistisches Ergebnis Ihrerseits. Ja, sagen Sie die Antwortmöglichkeiten jetzt. Okay, 9, 10, 1, 12 oder 3. Denken Sie ganz gut nach, Herr Schwarz. Es ist eine kleine Fangfrage. Ich sag, was? Nochmal. Eine kleine Fangfrage, Herr Schwarz. Lesen Sie die Frage jetzt nochmal vor, Sie werden dafür bezahlt jetzt. Entschuldigung, wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? 9, 10, 1, 12 oder 3? Nochmal bitte die Frage. Wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? 9, 12, 10 oder 12. 3? Herr Schwarz, nächste Frage. Sie kommen in ein Haus mit einem Aufzug. Im ersten Stock ist ein Bäcker, im zweiten Stock ein Zahnarzt und im dritten Stock eine Prostituierte. Welche der folgenden Knöpfe wird am häufigsten gedrückt? A. Der Zahnarzt, B. Der Bäcker, C. Die Prostituierte oder D. Das Erdgeschoss? Erdgeschoss. Schwarz, ich lock das ganz kurz ein. Wir gehen zur nächsten Frage. Ein Bauer hat 11 Schafe, die auf einer Wiese sind. Alle außer 9 werden von einer Gruppe Wölfe gefressen. Wie viele Schafe sind noch auf der Wiese? Nochmal die Frage, bitte. Ein Bauer hat 11 Schafe, die auf einer Wiese sind. Alle außer 9 werden von einer Gruppe Wölfe gefressen. Wie viele Schafe sind noch auf der Wiese? 9. Gut, dann werde ich das einloggen, Herr Schwarz. Sie haben mir gar nicht die Antworten vorgelesen, Sie Pflaumenpflücker-Arzt von... Ja, Herr Schwarz, bitte, okay? Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier auch derzeit einen Operationskittel. Also sollte es gerade ganz ernst werden, Herr Schwarz, ja? Da kann ich auch operieren, wenn Sie möchten, ja? Gut, Herr Schwarz, Sie laufen mal einen Marathon und Sie überholen den zweiten Platz. Auf welchem Platz sind Sie jetzt? Auf dem ersten Platz, auf dem zweiten Platz, auf dem dritten Platz oder auf dem letzten Platz? Ich überhole nochmal die Frage. Sie überholen den zweiten Platz. Auf welchem Platz sind Sie jetzt? Auf dem ersten Platz, auf dem dritten, auf dem zweiten oder auf dem letzten? Ich überhole den zweiten Platz, dann müsste ich auf dem ersten Platz sein. Lock das mal so ein, Herr Schwarz. Wie gesagt, wir werden ja am Ende dann sehen, ob das so stimmt. Machen wir so. Ne? Bernd schreibt mal am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Bernd? Bernd? Wir haben eine feuchte Aussprache, Herr Dr. Rewe. Bernd? Tut mir leid. Bernd! Schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Nein, vielleicht, ja, keine Ahnung. Schwarz, Bernd oder Bernd? Bernd! B-E-R-N, Herr Schwarz! Achso, ja, gut, ja. Gut. Ihre Mikrofonqualität ist leider so schlecht. Es tut mir leid, Herr Schwarz, ich habe dafür eine Menge Geld investiert, ja? Ja, ich auch, aber Sie verstehen mich deutlich. Nein, vielleicht, ja oder keine Ahnung. Nein. Gut. Was sind das für Fragen, Herr Doktor? Herr Schwarz, bitte lassen Sie mich hier das Ding vernünftig ausfüllen, okay? Sie wollen ja auch ein anständiges Ergebnis haben, oder nicht? Nee, will ich nicht. Wenn da ein vernünftiges Ergebnis rauskommt, können Sie das an die Bewerbung anhängen, Herr Schwarz. Sie können gerne... Für bessere Einnahmen, oder was? Zum Beispiel, genau. Ja, okay, dann machen wir direkt weiter, bitte. Okay, nächste Frage! Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Von jeder Tierart ein Paar, keine oder alle? Von jeder Tierart ein Paar. Sind Sie religiös bewandert, Herr Schwarz? Nee. Aber das ist die richtige Antwort, würde ich jetzt mal sagen. Dann loggen wir das einfach so ein. Sehr gut, okay. Wie viele Fragen kommen denn da jetzt noch? Herr Schwarz, das sind noch 900 Fragen. Wir haben ein bisschen was vor uns. Ja, wahrscheinlich. Gut, Herr Schwarz. Kommt aber wenigstens safe über 10 Minuten. Welche, das will ich hoffen, Herr Schwarz. Wir kommen nun zur Auswertung, Herr Schwarz. Sind Sie gespannt? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Schauen wir ganz kurz. Dein Ergebnis ist durchschnittlich, nicht schlecht. Sie haben 7 von 10 Aufgaben richtig beantwortet, Herr Schwarz. Die falsche Antwort war nach wie vor, ne, Herr Schwarz, Sie laufen bei einem Marathon, Sie überholen den zweiten Platz. Auf welchem Platz sind Sie jetzt? Logischerweise sind Sie dann der zweite und nicht der erste, Herr Schwarz, ne? Wenn Sie den zweiten Platz überholen, sind Sie der zweite. Ach so, ja, ne? Ja, stimmt, ja. Bernd schreibt mal hinten mit H, das stimmt auch.
nicht. Da hatten Sie auch eine falsche Antwort, Herr Schwarz. Das verstehe ich selber nicht. Die Frage so scheiße. Herr Schwarz, bitte lassen Sie mich hier ausreden. Ich bin der Arzt. Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Da haben Sie leider nicht die richtige Antwort ausgewählt. Die richtige Antwort wäre nämlich keine gewesen, Herr Schwarz. Weil, muss man jetzt mal ehrlich sagen, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gab es diese Arche nie, Herr Schwarz. Ja, wahrscheinlich. Ne? So, dann machen wir noch einen zweiten Test. Da kommen wir noch auf 10 Minuten, oder? Einen zweiten Test jetzt noch? Ja. Mal. Ja, für Sie. Nee, ich bin Arzt, ja? Also, Herr Schwarz, wenn ein Segelflugzeug in Polen abstürzt, so bekommt der polnische Staat den Motor. Richtig oder falsch? Wenn was? Was ist das für eine scheiß Frage? Herr Schwarz, bitte konzentrieren Sie sich. Wenn ein Segelflugzeug in Polen abstürzt, nein, so bekommt er... Nein, falsch. Eine elektrisch betriebene Eisenbahn fährt nach Süden, der Rauch steigt nach Norden. Nochmal, ich hab am Anfang genuschelt. Eine elektrisch betriebene Eisenbahn fährt nach Süden, der Rauch steigt nach Norden. Wahr oder falsch, Herr Schwarz? Falsch. Auf dem Rande eines 2D-Mann-Stücks steht Einigkeit und Recht und Freiheit. Wahr oder falsch? Boah, soll ich das wissen? Das ist 10 Jahre her. Herr Schwarz, ich bitte Sie! Hey, Amis, soll ich hier so eine Ohrfeige klatschen? Schade, die Zeit ist abgelaufen. Ja, Zeit war falsch. Abgelaufen, wie, gut. Zeit? Ja, da ist eine Zeit. Wenn ein 37 Jahre alter Busfahrer einen Bus hat, in den 3 Leute sitzen und an der nächsten Bushaltestelle 2 aussteigen und 5 einsteigen und an der nächsten dann 7 aussteigen und 9 ein, ist die Busfahrerin 37 Jahre alt. War oder falsch? Leck mich am Arsch, die Frage. Okay, gut. Clara hat 25 Binnen gefangen. Sina B, Tine, das ist nicht möglich auszurechnen. Ich habe keine Lust mehr auf die Tests. Das ist alles undeutlich. Wie soll ich das beantworten? 7 Autos fahren nebeneinander, Herr Schwarz. 3 davon haben 2 Räder. Dann sind mindestens 35 Räder auf dem Boden, oder? Falsch. Falsch, Herr Schwarz. Herr Schwarz, wenn Fliegen fliegend mit ihren Flügeln flattert nach. Hier rein sind reine Rechtschreibfehler. Herr Schwarz. Ja, wahrscheinlich Rechtschreibfehler. Die soll ich jetzt erkennen, oder? Herr Schwarz, bitte. Geben Sie mir eine Antwort. F*** dich. Herr Schwarz, so ein Zwischending. Sie sind ein Neutraltrottel. Sie haben 11 von 13 Aufgaben richtig beantwortet, Herr Schwarz. Ihr IQ dürfte sich im unteren Sektion der 100er einsiedeln. Ich nehme mal an, wir haben hier ungefähr ein IQ von zwischen 90 und 110, Herr Schwarz. Das wie ist grundsolide. 11 von 13, also eigentlich echt gut. Wobei ich auch vieles für dich richtig beantwortet habe, natürlich als Arzt. Und natürlich auch Ihr Selbstvertrauen also da ein bisschen haben zu unter... Also Herr Schwarz, das würde ich so natürlich jetzt nicht sagen. Mhm. Herr Schwarz, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ja, meine Freunde, das war's von einem schönen Idiotentest. Wenn ihr wollt, also mit anderen YouTubern auch mal machen. Lasst einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall bei Monte, aka Herr Schwarz, vorbei. Macht's gut. Ich bin raus. Haut rein.